Hallo, wir sind bei der 14. Art Karlsruhe und genau seit 14 Jahren ist dabei Jürgen Rösner. Er fotografiert die Art und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob er sich noch an sein allererstes Bild erinnern kann. Herr Rösner, was war Ihr erstes Bild hier auf der Art? Wissen Sie es noch? Was war's? Mein allererstes Bild hier auf der Art war Karl Ewald Schrade ganz allein in einer leeren Halle 1, wo er das Lichtreck ausprobiert hat, was hell begeistert aufgehängt hat. Und er stand einfach da und war begeistert von dem Licht. Herr Rösner, Sie waren jetzt so oft auf der Art, haben so viele Kunstwerke gesehen. Welche Art von Kunst interessiert Sie denn am meisten? Also ehrlich gesagt bin ich von der 2 und der 3, der Halle 2 und 3, wahnsinnig begeistert. Die klassische Moderne, das ist einfach so die Ursprünglichkeit und das begeistert einfach, wenn man einfach sieht, mit welcher Intensität die Künstler da rangegangen sind und wie viele Gedanken sie sich gemacht haben. Das Handwerk ist einfach wahnsinnig. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Fotografieren. Wohin geht es jetzt weiter? Jetzt geht gleich das Artima-Meeting los. Und da schauen wir mal, wer da alles kommt. Immer sehr interessant und heute Nachmittag um 17 Uhr wahnsinnig Jonathan Mese. Den muss man erlebt haben. Ich habe ihn schon mal erlebt hier vor, es waren 6, 7 Jahren oder sowas ungefähr. Der Auftritt war wahnsinnig und wer nicht dabei ist, ist selbst schuld.